Nachdem wir die letzten 4 Wochen in Sri Lanka verbracht haben, haben wir uns gedacht, zeigen wir euch einfach mal die bestmögliche Route, also einen kompletten Travel Guide inklusive Kosten. Und ja, das dauert ein bisschen, deswegen fangen wir gleich mal an. Also herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Heute ist der Jonathan mal wieder dabei, denn er ist so unser Mann der Kosten. Also er hat all unsere Kosten im Überblick. Ich bin da ja nicht so der Fall für, deswegen wird er dann vor allem später diesen Part genauer erläutern. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserer ersten Unterkunft bzw. mit unserem ersten Ort. Und zwar sind wir natürlich in Colombo angereist. Also es war einfach der Flughafen, an dem man hier ankommt. Und wir haben aber die ersten 2 Nächte nicht direkt dort verbracht, sondern in der Nebenorte sozusagen in Mount Lavinia. Dort würden wir euch wirklich auch nur empfehlen, 1 bis allem höchstens 2 Nächte zu bleiben. Wir waren dort in einer ja ziemlich einfachen Unterkunft, ja. Einer richtigen Low-Budget-Unterkunft, haben dort sogar süße Mitbewohner gehabt, so eine süße Schildkröte, und können da halt wirklich nur die ersten 2 Nächte empfehlen, dass man so ein bisschen ankommt und runterkommt. Es gibt dort auch einen einigermaßen schönen Strand und wir haben dort super lecker gegessen im Restaurant Kanji, den können wir euch wirklich von allergrößter Herzensseele, Wunsch, wie auch immer empfehlen. Dort hat es richtig gut geschmeckt. Das waren wirklich unsere ersten Eindrücke, sage ich mal, singalesischer Essenskultur. Genau. Mit Kottu. Ist halt so das wirklich das absolut Beste, was es gibt, wenn es natürlich auch gut zubereitet ist. Und das haben wir dort super gern gegessen. Danach ging es für uns mit dem klimatisierten Zug von Mount Lavinia nach Gol. Beziehungsweise Galle, wir waren uns da am Anfang nicht so sicher, wie man das ausspricht. Genau, also richtig ist es Gol, aber wir haben immer Galle gesagt, damit wir auf der sicheren Seite aber sind. Aber es versteht dich eh jeder dort und weiß, man weiß auch gleich, ja, was er meint, und von dem her passt das. Genau. Wir waren dann aber nicht direkt in Gol, sondern wir waren an diesem Pitivela Beach. Da waren wir eher in einer Hostel-Unterkunft untergebracht. Wir sind jetzt nicht so die Hostel-Menschen, von dem her haben wir dann statt 3 geplanten Nächten auch nur 2 dort verbracht. Das größte Problem war dort einfach, dass wir uns in der Unterkunft nicht nur das Bad mit den anderen Bewohnern teilen mussten, sondern auch mit den Gästen, die dort im Restaurant waren. Das ist halt für vor allem für mich, die halt überhaupt noch nie in einem Hostel war oder irgendwie so gecampt hat, richtig, war das ein bisschen zu viel. Deswegen haben wir dann unsere Nächte dann abgebrochen nach 2 Malen und sind dann weitergezogen. Also es ist nicht unbedingt notwendig, in Gol zu übernachten, denn Unawatuna liegt gleich, ich glaube das waren nur 10 Minuten oder 15 Minuten mit dem Roller entfernt, und von dem her kann man dann eben die Altstadt bzw. den Leuchtturm, was halt Gol zu bieten hat, ansehen, und eben in Unawatuna halt nicht in. Genau, aber vor allem hier muss man halt wirklich sagen, dass dieser Leuchtturm es auf alle Fälle wert ist. Also ihr müsst euch diesen Leuchtturm unbedingt anschauen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Eindrücke, weil der war echt wunderschön. Unawatuna selbst erinnert so ein bisschen an Bali, also du hast dort super viele Touristen, hippe Restaurants, so eine Einkaufsstraße sozusagen. Ja, wir waren dort einfach mega begeistert, weil wir dort eine unglaubliche Unterkunft hatten. Also erstens war die blitzsauber, was auch nicht immer der Fall ist. Also sie war blitzsauber, unglaublich groß und schön, und die Besitzerin war ein Engel. Also deswegen müssen wir euch auch unbedingt mal zeigen und auch einblenden, wie das Ganze heißt, weil das können wir wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Es war auch ziemlich zentral gelegen, also man hat dort super einfach hinfahren können mit dem Roller. Eben, wir haben immer einen Roller gebucht. Und von dort aus kann man dann auch super einfach die Strände in der Umgebung anschauen, also zum Beispiel den Unawatuna Beach oder den Dalabella Beach. Da gibt es auch zum Beispiel diese berühmte Swing, da haben wir eh auch ein Foto gemacht. Also wer uns auf Instagram folgt, der weiß schon Bescheid, was wir dort alles erlebt haben. Dort gibt es diesen Felsen und diese Swing. Als nächstes ging es dann für uns weiter nach Talala. Das war eher so ein unbekannter Ort, würde ich jetzt mal sagen, weil die Dame in unserer letzten Unterkunft in Unawatuna hat auch gar nicht gewusst, wo das jetzt sein könnte. Auf jeden Fall liegt es auf dem Weg, wenn man unterwegs ist, nach Beligama oder Mirissa. In Beligama haben wir zum Beispiel auch, wer unser letztes Video gesehen hat, ein paar wunderschöne Tage und Nächte verbracht auf den Malabar Hills. Und in Mirissa gibt es zum Beispiel diesen mega bekannten Coconut Tree Hill. Da muss ich euch jetzt auch einfach die Aufnahmen einblenden, weil es war unglaublich schön dort. Wer als
so will, kann Talala generell auch auslassen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel total surfbegeistert bist, dann würde ich dort auf jeden Fall hin, denn du kannst dort von dort aus super einfach und leicht den Hirikitia Beach erreichen, der halt ein wirkliches Surferparadies schlechthin war. Aber ansonsten ist Talala einfach mal so da, um ein bisschen Yoga zu machen. Da gibt es auch so ein cooles Yoga-Retreat, glaube ich. Mhm. Und ja, man kann einfach runterkommen und so ein bisschen, ja, Gegend erkunden. Wer aber halt einfach, wie gesagt, mehr Action haben möchte, ist in Veligama oder vor allem in Merissa besser aufgehoben. Als nächstes ging es für uns nach Yala. Dort wollten wir eine Safari machen. Wir haben auch eine Safari gemacht. Ja. Es war aber eher ein Gerangel von Jeeps, die sich da um die jeweiligen Spots gekämpft haben, sage ich mal, oder gerangelt haben. Ja. Es war ein Fail, sagen wir es gleich mal so. Ja. Also es waren wirklich, wir waren um 6 Uhr dort, haben gedacht, wir haben eine Leoparden-Safari gebucht. Genau, eine Leoparden-Sunrise-Safari. Und um 6 Uhr hat der Park geöffnet, aber um 6 Uhr waren schon mindestens 30 Jeeps dort, die wirklich gewartet haben, bis sich da die Schleusen öffnen. Genau. Und dann sind alle nacheinander reingefahren und alle haben versucht, ja irgendwie der Erste bei irgendeinem Spot zu sein, aber damit werden die Tiere eigentlich mehr verscheucht. Und im Endeffekt kann man sagen, wir haben einen Elefanten gesehen, mhm, wir haben einen Leoparden aus 20, 25 Metern gesehen, so am Boden liegend, hinterm Busch. Und ja, natürlich mehrere Wasserbüffel und Krokodile aus 50 Metern. Ich habe gar nicht gesehen, dass es ein Krokodil war, ich habe nur gedacht, es ist ein Stein. Also das einzige Highlight dieser Safari war das Steckenbleiben, wie gesagt. Wenn ihr auf Instagram dabei seid, dann habt ihr das gesehen, ich blende euch hier nochmal ein. Es war ein Traum, also wir haben versucht anderen zu helfen, sind dabei selber stecken geblieben, unsere Batterie ist leer gegangen, wir haben nicht mehr gewusst, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. Als wir dann draußen waren, waren die Tore schon verschlossen, weil man nur bis zu einer gewissen Uhrzeit wieder hinausfahren kann. Also das war ein kleines Drama, aber halt eben nicht um die Tiere rum, weil die haben wir, wie gesagt, nicht gesehen. Aber stopp. Das absolut Schlimmste war ja überhaupt an dem Tag, wie wir nach Hause gekommen sind, meinte der Besitzer der Unterkunft, dass es ein kleines Problem mit unserer Unterkunft bzw. mit unserem Zimmer gibt. Wir dachten irgendwie, das ist jetzt jemand, ja, der unerwartet gebucht hat und wir müssen jetzt in ein anderes Zimmer wechseln. Aber er meinte dann, es war ein Affe zu Besuch. Und er war schon oben und hat schon aufgeräumt, weil es dürfte anscheinend alles unter Wasser gestanden sein, wegen unserer Wassermelone, die er aufgeschlagen hat am Boden. Den Badezimmerspiegel hat er runtergeschmissen. Ich meine, ich zeige euch auch mal, ich habe es nämlich extra vielleicht abgefilmt, wie das da geöffnet war oben. Also das einzige Problem war halt auch wirklich, dass man uns nicht gesagt hat, dass so etwas passiert. Mhm. Also sowas muss man halt wirklich dann sofort gleich sagen. Das war Leute, packt eure Sachen ein, keine Früchte und dies und jenes, weil da kommt der Affe rein. Und ja, deswegen haben wir dann auch nur noch 2 Nächte dort verbracht. Mhm. Also die Nacht danach war halt einfach ganz schlimm. Ich habe ständig geschaut, ob irgendwo ein Affe reinkommen könnte. Oder von dem her haben wir dann gesagt, okay, nein, wir bleiben statt den geplanten 3 Nächten nur 2 Nächte. Und sind dann eben weitergereist. Danach ging es für uns weiter ins Landesinnere nach Ella und das war einfach ein absoluter Traum. Also schon die Hinfahrt alleine war so steil bergauf, man hat die ganzen Berge gesehen, also wirklich die Natur dort war unglaublich. Und wir hatten dann noch eine richtig coole Unterkunft und zwar mit dem direkten Blick zur Nine Arches Bridge. Also wir konnten da auch wirklich den blauen Zug vorbeifahren sehen, haben das mit der Drohne für euch aufgenommen. Das war echt, echt so cool. Also wir haben zum Frühstück wirklich einfach nur rübergeschaut. Da war die Brücke, die Menschen und der Zug ist gefahren. Das war richtig idyllisch. Und in der Früh ist auch so der Nebel über diese Brücke und generell über der Landschaft, über die Berge. Das hat so richtig, cool. Hat man keinen Photoshop mehr gebraucht. Und von dort aus haben wir auch einen Tagesausflug zum Dialuma-Wasserfall gemacht. Da wollten wir aber nicht nur unten beim Wasserfall, also beim Fuße sein, sondern wirklich ganz nach oben. Und das haben wir auch ziemlich gut hinbekommen. Wir wollten eigentlich schon einen Tag vorher dorthin. Deswegen hatten wir dann so ein paar Probleme bezüglich unserer anderen Spots, die wir noch uns so anschauen wollten. Aber wir wollten unbedingt diesen Wasserfall sehen und es hat sich wirklich ausgezahlt. Das war ein ganz besonderer Spot da oben. Das hat auch eine wunderschöne Aussicht gehabt und ja, ich war noch nie an die Spitze eines Wasserfalls. Das war echt cool, oder? Da muss man halt aber auch unbedingt in der Früh dort sein. Wir waren leider ein bisschen zu spät dort, weil das eine Stunde von unserer Unterkunft entfernt war. Und da waren wir dann halt schon mit den Touristen. Deshalb ja, unbedingt früh aufstehen. Und wie gesagt, wer in Ella ist, sollte auch unbedingt sich noch den Little Adams Peak anschauen. Aber dadurch, dass wir halt
ja, am Vortag ein paar Problemchen hatten mit der Anreise zu dem Wasserfall, ging sich das mit dieser Wanderung dann nicht mehr aus. Es wäre einfach zu viel gewesen für einen Tag. Aber ja, man sagt, man sollte sich es unbedingt mal anschauen. Nach 3 Nächten in Ella ging es für uns nach Kandy mit dem berühmten blauen Zug. Wir haben gleich den ersten genommen, der ist um 6.39 Uhr, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, genau, abgefahren. War ein super Highlight unserer Reise. Wir hatten einfach den ganzen Waggon für uns alleine. Es ist so, dass man um 6.39 Uhr den blauen Zug hat, also nur für eure Info, falls ihr den auch unbedingt haben möchtet, dann unbedingt um 6.39 Uhr mit dem Zug fahren. Die Kosten waren auch super gering, also für 2 Personen haben wir 6 Euro bezahlt und unbedingt in die zweite Klasse. In der ersten Klasse kann man nämlich nicht wirklich hinausschauen oder irgendwelche Türen öffnen wegen der Klimaanlage und in der dritten Klasse sind meistens die Local People und der ist einfach komplett überfüllt. Anschließend ging es für uns von Kandy nach Siguiria. Wir haben uns dann einen Fahrer gebucht gehabt und die Fahrt hat da circa 2,5 Stunden gedauert. Genau, und dort haben wir auch zum ersten Mal einen Elefanten auf der Straße gesehen. Aber nicht das, was ihr jetzt denkt. Nein, sondern das war so. So hat es ausgesehen. Also wir waren wirklich beide sehr entsetzt und bestürzt, weil wir eben bis zu diesem Zeitpunkt Sri Lanka ist unglaublich toll, schön und alles, also so unglaublich positiv gesehen haben, aber einfach nicht bedacht haben, dass es natürlich hier in Asien einfach wieder gang und gäbe ist, so etwas. Aber ja, deswegen möchte ich einfach nur das Ganze nochmal highlighten, wirklich mit unterstreichen und Rufzeichen, macht sowas wirklich nicht. Also damit unterstützt ihr nichts und niemanden mit so etwas oder dieses Elefantenreiten. Nein, einfach nein, no way. Und der Grund, wieso wir überhaupt nach Siguiria gefahren sind, war der Lion Rock bzw. der Bidurangala Rock. Genau, weil es ist so, man kann entweder sich dafür entscheiden, den Lion Rock zu erklimmen für ungefähr 30 Euro pro Person oder man kann den Bidurangala Rock erklimmen, der 3 Euro pro Person kostet, genau, der auch irgendwie nur 25 Minuten dauert, dieser Anstieg, was natürlich perfekt ist für vor allem mich. Und das haben wir natürlich auch gemacht, also wir sind auf den Bidurangala Rock, denn da hat man eine unglaubliche Aussicht gehabt auf den Lion Rock. Und das haben wir auch gleich zum Sonnenaufgang gemacht. Und ihr wisst ja, wir sind Frühaufsteher und es hat sich sowas von ausgezahlt, also die Aussicht war ein Traum. Hier reicht es auch vollkommen, wenn man 1 bis 2 Nächte verbringt, eben um dann das eine Mal den Rock zu erklimmen und um den anderen Tag zu nutzen, um zur, wie heißt es nochmal? Avokana Buddha-Statue. Genau, weil dort wollten wir eigentlich auch hin, nur ist sie wieder nicht ausgegangen von unserem zeitlichen Management her. Aber die sieht so aus und ist einfach richtig cool. Also das müssen wir das nächste Mal, wenn wir in Sri Lanka sind, auf jeden Fall auf unsere Liste schreiben. Nach den 2 Nächten in Siguiria kann man sich dann auch schon auf den Rückweg begeben und einen Zwischenstopp in Kandy einlegen. Hier gibt es auch einen ziemlich coolen Turm, den Ambuluwawa-Turm. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Das war eigentlich auch unser Plan, dass wir den besuchen haben, nur ja, wir waren vor geschlossenem Tor. Wir waren ein bisschen zu früh dran. Der Turm hat dann aber doch erst um 8.30 Uhr geöffnet und wir mussten aber um 9 Uhr schon unseren Roller zurückbringen und hatten dann aber noch eine Dreiviertelstunde Heimfahrt. Deswegen ist das alles nicht so ausgegangen. Wir sind vor verschlossenen Türen gestanden und wieder zurückgefahren. Aber ich würde es wirklich ans Herz legen, diesen Turm unbedingt zu besuchen, wenn ihr genügend Zeit habt. Am nächsten Tag ging es für uns dann schon nach Negombo, das ist so eine Nebenortschaft von Colombo. Und die Fahrt dorthin hat ungefähr 3 Stunden gedauert, deswegen auch wie gesagt dieser Zwischenstopp in Kandy. Negombo ist jetzt wirklich nicht so sehenswert, also wir haben es wirklich auch nur gebucht, damit wir am nächsten Tag nur 20-30 Minuten zum Flughafen brauchen. Aber ansonsten ja, ist es nicht unbedingt so ein Must-Have, dass man das gesehen haben. Ja. Nein. Und jetzt hat der Jonathan noch zum krönenden Abschluss alle Kosten für euch im Überblick. Um die Kosten so übersichtlich wie möglich zu halten, haben wir uns die Trail Wallet App runtergeladen. Da gibt es verschiedene Kategorien, die man auch selber einstellen kann. Da kann man wirklich Tag für Tag eintragen, was man so ausgegeben hat. Insgesamt waren wir 4 Wochen jetzt in Sri Lanka und haben für unsere Unterkünfte 325,96 Euro ausgegeben, für das Essen 513,89, für den Transport 373,55, für die Kategorie Entertainment haben wir 116,44 Euro ausgegeben, das beinhaltet Internet, also SIM-Karte, Safari, noch irgendwelche Eintritte dergleichen. Ja. Für das Fitnessstudio haben wir 52,36 Euro ausgegeben,
Was man aber sagen muss, das war nicht zu zweit. Ich war ein- oder zweimal mit. Zweimal warst du mit. Den Rest war er nur alleine. Also das war dann schon irgendwie verhältnismäßig schon ziemlich teuer. Ja, aber wenn man das jetzt vergleicht, in Österreich zum Beispiel, Fitnessstudio-Abo 20, 30 Euro, sage ich jetzt mal, in so einem normalen Studio, ist das natürlich wesentlich teurer. Ja, das ist schon teuer. Und fürs Wäschewaschen haben wir 15,32 € ausgegeben. Insgesamt waren es somit 1397,61 Euro für zwei Personen, 4 Wochen Sri Lanka. Also 700 Euro für eine Person. Auf den Tag runtergebrochen waren es dann noch knapp 50 Euro für zwei Personen, also ungefähr 25 Euro pro Person pro Tag. Also nach 4 Wochen Sri Lanka können wir auf jeden Fall es jedem empfehlen, mal dorthin zu kommen. Wir haben die Zeit dort wirklich sehr genossen und uns total in das Land verliebt. Man kann diese Route, die wir euch jetzt auch gerade erklärt haben, natürlich auch auf 2 Wochen runterbrechen. Wir haben einfach bewusst mehr Tage überall eingeplant, damit wir einfach ein entspannteres Monat einfach haben. Und die Vielseitigkeit des Landes ist wirklich einzigartig. Zudem ist es noch nicht so überlaufen. Das heißt, jetzt ist noch der Zeitpunkt, um es auf eure Bucketlist zu schreiben.